Jo Leute, willkommen zurück zu Factorio. Weiter geht's hier. Ich will jetzt mal versuchen, diese Folge, diese, wie heißen sie denn? Transportbelts, hier oben von dem, boah, ist aber weit, von dem Kohle, Abbau Dings da Bums hier nach da unten zu führen. Ich nehme die gleich mal mit hier. Ah. Das war ja wieder I. Wer hat er denn noch? Ja, komm dann. Packen wir da noch ein bisschen was dazu. Was brauche ich denn für diese Bells? Oh, ich habe da noch einen, aber ich will die ja eigentlich craften. Ja, guck mal, 16 kann ich craften, sehr gut. Leg los! Und, wie mache ich es denn? Erstmal braucht der Kohle. Also Ziel ist das. Er dann automatisch mit Kohle gefüttert wird. Vielleicht fange ich da einfach hier oben an. Bei ihm hier. Und die Kiste brauche ich eigentlich dafür nicht mehr. Nicht zwingend. So, mit R kann ich das drehen hier. Guck mal, da sieht man auch schon hoch. Nach unten. Ja, so ist richtig. Ich merke auch gerade, eigentlich ist die Map schon ziemlich ja, unspektakulär, würde ich fast schon sagen. Lass das ja mal anschauen. Na gut, noch. Wer weiß, was wir noch finden. Machen wir uns erstmal nicht heiß. Ah ja, richtig. Man konnte das auch gedrückt halten. So, dass die Kohle sich hier sammelt, ist mir erstmal egal. Ich kann die auch aufheben mit F, ne? Geht ja wunderbar. Und ich glaube, den Kram hier unten, den reiße ich jetzt nochmal ab. Weil der Weg bis hier oben hin, da ist ja viel kürzer, ne? Ja, komm weg. Kann auch alles wieder aufnehmen, also es geht nichts verloren dabei. Ich weiß nicht, ob die Sachen, also das, was ich hier gerade aufgehoben habe, ob das despawnt nach einer gewissen Zeit. Kann ich euch gerade nicht sagen. So, jetzt müsste ich eigentlich mal gucken, wie weit ich überhaupt komme. Ah, guck mal, da kann ich noch ein paar bauen. Da kriegen wir das doch direkt hin. Naja, ein bisschen muss ich noch. Komm. Komm schon. Ah, da habe ich einen vergessen. Nein. Da war ich schon wieder zu weit weg. So, und jetzt soll es praktisch so sein, dass dieser Inserter die Kohle greift und in dieses Teil baut, baut, sage ich schon, hier reinsetzt. Kriegt er die Kohle jetzt? Ja, genau. Er füllt jetzt den automatisch auf. Ich mach mal die Bäume eben weg hier, die stören. Ein bisschen Holz kann man ja immer gebrauchen. Ah, da war ich zu weit weg. Ich finde eigentlich gut, dass man nicht genau davor stehen muss und dass es aber auch nicht zu weit ist, die Range, wie man abbauen kann. Seid eigentlich so. Hä, was ist das? Ach so, okay. Okay. Und alles noch Steine. Iron Ore. So, jetzt müsste ich eigentlich hier in die Richtung bauen. Ne, dann mit. Der befüllt wird von ihm hier. Hey. Muss da noch ein näher dran oder was? Macht ja gar nichts. Ach so, er selber braucht ja auch. Hallo? 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 Ah, da fehlt noch ein Gürtel. Ein Transport-Dingsbums. Oh, blöd. Na, nicht nach hinten. So, da muss ich ihn nochmal ein Stückchen näher ransetzen. Reicht noch nicht. Ja, war klar. Ach so, da unten ist die Leiste. Jetzt baue das ab. So, und den Kram, ich heb den mal nicht auf. Ist das nicht zu nah? Ja, jetzt fehlt ihm die Energie hier. Oh, jetzt geht es aber. Ach, und auch der Ofen, den kann ich natürlich auch befüllen lassen hier, ne?
Jetzt habe ich sogar die Idee. So die Frage, reicht da dann einer aus? Ich habe doch hier genug, ne? So, erstmal kriegt er so, damit er weitermachen kann. So, und dann muss ich mal gucken, wie ich den. Boah, hier ist aber schon eine Menge Kohle. Es läuft gut. Man könnte jetzt auch sagen, dass der hier oben ebenfalls selber befüllt wird. Oh, Entschuldigung. Mich wundert, dass noch keine Gegner gekommen sind. Dann schaue ich jetzt mal nach. Also. Ja, ich muss die Teile auch rausnehmen. Lauf! Guck mal, da ist er direkt schneller. 11 Platten. So, genau. Einen davon. Dann nehme ich auch mal zwei. Ich brauche eigentlich noch mal davon einen. Das ist wahrscheinlich jetzt total blöd, wie ich es mache. Aber so nach der Zeit kriege ich es dann raus. Eigentlich muss er es ja nur hier wegnehmen. Aber das kann sein, dass er dann alle wegnimmt. Oh ja, das ist eine gute Frage. Kann man denn hier eigentlich zwei Wege bauen? Nee, also er würde dann nur. Hä? Ach so. Weg. Was muss ich denn da wieder hinsetzen? So, ja, jetzt geht's wieder richtig. Hand. Wie befülle ich den denn automatisch? Ich meine, das muss ich jetzt nicht unbedingt machen. Ich kann auch nachpacken immer. Aber ich baue mal einfach einen hier hin. Mal gucken. So, der nimmt den weg. Der nimmt den weg. Ach, der gibt ihn sich selber? Nee. Der gibt sich selber und dann legt das weiter. Dann hört er auf. Kann er durchs Wasser? Ach, hier, durch das flache Gewässer kann ich ja auch hier drüber laufen, oder? Nö. Also nur hier am Rand geht es. Und jetzt wird's hell, denn die Taschenlampe hat ausgemacht. Crude Oil. Da weiß ich auch noch nicht, was ich damit machen kann. Wahrscheinlich später Benzin oder sowas. So, jetzt fehlt mir wirklich hier unten. Komm, wir müssen noch ein paar von diesen. Krass. Sammel das mal eben auf. Guck mal, ruckzuck. So, da kommen wir doch voran jetzt hier. Eine Pipe. Und zurück, aber nicht über die Bahn. So, und wenn jetzt einer legt es dahin, ich glaube, da ist der hier noch ein bisschen zu nah, zu weit weg, besser gesagt. Zu nah dran, wollte ich schon sagen. Er dahin. Ups. Nee, das war eigentlich schon richtig. Gucken wir mal, ob er es macht. Legt es da ab. Aber das Problem ist, glaube ich, er hier. Jetzt hat er doch. Die hängen wohl beide da rum gerade. Warte, nehmen die nochmal alle weg hier. Der liegt doch genau da. Kann der aber nicht greifen. Ich bin wahrscheinlich doch zu nah mit dem hier. Zack. Kaputt. Da hatte ich die nur falsch rum. Gucken wir nochmal. So. Erstmal gibt er sich selber wieder hier schön. Gib, gib. Nee, okay. War schon richtig gerade. Ich glaube, der ist zu nah hier dran einfach. Ups. So. Ob es jetzt geht, wir werden es gleich sehen. Wichtig ist, dass die trotzdem noch weiter durchlaufen. Hä, da packt er auch erstmal sich. Ach, okay, ist klar. Und jetzt müsste er den eigentlich da hinten reinpacken, den nächsten, oder? Nee, da liegt er hier.
Ist dein Ernst? Was bist denn du für ein blödes Gerät, ey? Komm weg. Dann brauche ich die auch hier nicht. Wahrscheinlich muss man da ein bisschen Platz lassen dazwischen. Kann ich hier nicht irgendwie daneben bauen? Egal. Hier. Drrrrup, zack. So, dann schaue ich jetzt erstmal weiter. Das läuft ja hier unten. Oben muss ich halt immer nachfüllen. Eine Iron Chest sogar. Ach so, die hat halt mehr Widerstand gegen Angreifer. So, Produktion. Ja, tatsächlich, ich brauche mal wieder eine Spitzhacke. Guck mal, geht ruckzuck jetzt. Repair Pack. Ah, alles klar, ne? Kann ich reparieren. Ein bisschen Muni wäre auch nicht schlecht. Ich habe nur 20. Nur 20, sage ich. 10 hatte ich gerade nur. Pack ich mal noch ein bisschen paar drauf. So, über 20 haben wir damit. So, was war denn hier noch? Da brauche ich aber auch Pipes dafür. Und die Wheels. Wo sind die denn jetzt gewesen? Ach, da. Kann ich 22 machen? Ich nehme mal. Ach, hier, das ist jetzt ein Beispiel. Hier sieht man, er macht erst das, dann das und jetzt den eigentlichen Motor. Ich weiß. Ach, das sind. Okay, alles klar. Der braucht eine Pumpe. Der muss am Wasser stehen. Also muss nicht, aber wäre sinnvoll. Wobei ich kann ja auch ganz viele Pipes bauen. Dann nehmen wir den erstmal weg. Denn eigentlich habe ich. Warte mal, Stein haben wir hier unten. Wir müssen hier einen Transportgürtel bauen. Aber eigentlich nur für die Kohle ist das sinnlos. Man kann eigentlich ein Lager bauen und da dann alle Richtungen bedienen, ne? Das eigentlich selber abbauen. Das Öl, das geht nicht. Boah, wie langsam einem das vorkommt aus dieser Entfernung. So, hier sind Kupfervorkommen. Stone Rock. Kann ich gar nicht. Oh, warte mal. Werde ich angegriffen? Was passiert? Man sieht auch auf der Karte, wo die Gegner sind, später. Ich finde nur, die Map, die ist halt so ziemlich krass weit auseinander alles. Hier sind wieder Eisen vorkommen. Und wir müssten mal gucken. Wir können ja hier auch irgendwie ein Radar bauen. Das scannt die Umgebung ab, wo mein Raumschiff ist. Muss ich direkt mal schauen. Wo ist das Radar? Aber Elektrizität wäre schon nicht schlecht. Und deswegen baue ich jetzt einfach die Maschine da mal hin. Hier ans Wasser. Weiß nur nicht, wie rum die jetzt stehen. Muss ich hoffe mal, dass das egal ist. Klar fehlt dir Strom. Das ist ja ganz logisch. So, jetzt muss ich nur gucken, wie zieht er das Wasser an? Brauche ich doch irgend so eine Art Pumpe, oder? Offshore-Pump. Was fehlt mir da? Electronic Circuit. Und dafür fehlt Kupfer. Das hole ich mir aber jetzt mal so. Ne, hier war das. Das war Stein. Kupfer. Glaube, 3 Stück waren es, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche. Ich nehme mal 5 mit. Sicher ist sicher, ne? Ach so, da muss ich die Kabel jetzt noch herstellen. Boah, voll. Aber vorher baue ich mir erstmal einen zweiten Ofen. Da fehlt mir Stein. Ach, hier war ja auch gleich ein Vorkommen davon. So. Ja, aller Anfang ist schwierig, ne?
Das Tutorial, das hilft zwar schon, aber den Rest muss ich dann halt so Stück für Stück selber rausfinden. Aber im Prinzip ist das ja bei vielen Spielen heute so. Gerade bei diesen. Das ist aber krass, ne? Inventar. Ich kann ja auch nochmal zeigen, wenn ich das jetzt hier vorne hinsetzen will. Oder hier. Zack, springt der Stein wieder hier vorne hin. Also der sortiert das selber. Genau, dann bauen wir noch ein Furnace. So, bisschen Kohle machen wir direkt voll. Ich will das immer da oben reinpacken, ne? Jetzt machen wir hier ein paar Kupferkabel. Oder er macht erst Platten und dann kann ich aus den Platten die Kabel machen. Wo haben wir sie? Kupferkabel. Was brauche ich denn für die Kupferkabel? Da brauche ich eine Platte. Das kann ich doch eigentlich schon machen, ne? Ja, eins fehlt noch. Ach so, ich muss rausnehmen hier, ne? Logisch. Halt, so, jetzt geht das Teil. Und jetzt bauen wir uns hier die Pumpe. Ja, richtig. Die muss hier rein. Ich weiß nicht, ob die Effizienz besser ist hier in dem tiefen Gewässer. Baue ich das mal hier hin? Ich hoffe, das kann ich abreißen und behalte es. Ja. Geht das so schon? Nee, geht nicht. Ich glaube, da muss dann noch irgendwas muss dazwischen. Ein Boiler, glaube ich. Brauche ich auch wieder ein Stone Furnace. Seht, wenn ich da durchlaufe, nix. Voll Öl. Ausgerutscht auf der Schleimspur. So, 4, nehmen wir wieder 5. Haben wir. Kann man das echt nicht abbauen. Das ist ja blöd. So, und jetzt haben wir hier diesen Boiler. Ich glaube, einer reicht nicht aus. Genau, der muss da vorher dran. Der braucht auch Power. Weil der muss das Wasser auf eine gewisse Temperatur bringen. Sonst funktioniert ja der Ofen nicht, ne? Also kannst du ja kein kaltes Wasser da durchjagen. Du musst ja Dampf erzeugen. Ja, jetzt brauche ich die Pipes. Erstmal 3. Okay, nehmen wir nur ein paar mehr. Hallo? Den hat er irgendwie fail gesetzt hier. Hä, was ist mit dir los? Ich hätte gerne noch so einen Boiler hier. Muss ich wieder Stein holen? So, nimm dich erstmal weg da. Dann haben wir aber Elektrizität. Das geht ja schneller als bei Ark. So. Glitch. Reicht nicht? Ach, 5 brauche ich und ich dachte, ich hätte schon 5. Ja, weil ich dachte, da braucht nur 3, ne? Naja. So, bauen wir noch einen Boiler. So, der kriegt natürlich auch Energie. Jetzt verstehe ich aber nicht, warum er keinen Strom kriegt. Also die sind an. Pass mal auf, mach mal so hier. Kann ich die Boiler denn direkt so da dran setzen? Genau. Und dann die Pipes. Haut das schon wieder so komisch dahin hier. Da muss der Ofen halt nochmal weg. Ofen sage ich, das ist doch. So, jetzt. Temperatur 70. Feuer 0 von 70. Wasser bekommt er ja. Wasser hat er hier auch voll, aber aus irgendeinem Grund. Was bedeutet denn? Oh, krass.
Alter. Nein. Boah, was gibt es denn alles? Optics. Mauern gibt es auch. Boah, heftig. Automation. Ah, da macht mir dann die Teile. Nur verstehe ich nicht, wieso der Ofen nicht angeht. Der hat genug. Wieso hängt denn da hinten eigentlich? Aber richtig sind sie ja, ne? Hier sind auch Wasser drin. Irgendwas fehlt ihm. Okay, muss ich halt nochmal nachschauen. Drupp, ich nehme erstmal Kohle wieder weg. Es waren nur 50 Stück hier, diese ganze Reihe. Hier würde ich dann mal einen Cut machen, ne? Und. Ach, guck mal da. Ja, den füge ich noch auf. Und wir sehen uns dann im nächsten Part und ich guck mal nach, was mir hier fehlt, ne? Danke fürs Einschalten, bewerten bitte nicht vergessen und dann würde ich sagen, ich rast mal aus und ihr haut drin bis dahin. Tschüss!